Jo Leute, wir haben eine neue Runde Call of Duty Modern Warfare, heute hier mit dem neuen Modi Waffenspiel und mit dabei noch die Patch Notes für das Update 1.09. Ja, wir haben wieder ein neues Update bekommen für Call of Duty mit 13 GB und ähnlich wie beim Update davor haben wir natürlich hier 1.09. Naja, wir haben hier im Update hier ein paar Änderungen bekommen für den Multiplayer. Der Malscope kann durch Rauch durchgucken, wir können jetzt auch hier Emotes abbrechen, dann hier die Vollstrecker gehen viel schneller. Einige Waffen, da hatte man Spielefilament-Attachments, die wurden behoben. Waffentarnungen, Aufträge, allgemein tägliche Quests, die man erfüllen kann, wurden nochmal hier überarbeitet. Da gab es noch immer Spielefehler, dass man die nicht leveln kann. Dass einfach Level 0 steht, man levelt keine Punkte, keine Tarnung. Und ja, da haben wir leider noch immer ein paar Spielefehler, aber ich denke mal, die meisten Leute hätten jetzt keine Probleme mehr damit. Mit dabei beim Update natürlich auch nochmal drei neue Karten für den Spec-Ops-Mode. Wenn ihr gerne Überlebenskampf spielt oder gerne hier den Kooperativ-Mode spielt, werdet ihr eine Menge Freude damit haben. Mit dabei natürlich eine kleine Ankündigung. Wir haben nämlich in den Daten gefunden, dass möglicherweise eine Karte namens Crash reinkommen könnte, die eigentlich jeder kennt von Modern Warfare. Ja, Crash wurde gefunden in den Daten. Gleich wie nochmal neue Operator, neue Waffen, neue Gegenstände und natürlich auch neue Attachments, die reinkommen könnten. Eine Menge Sachen wurden geleakt hier über die Daten beim Update. Aber das große Update hier am Ende November kam natürlich noch immer nicht. Ich vermute mal, nächste Woche bekommen wir noch ein Update. Da kommen auch alle Änderungen mit rein. Und ich denke mal, nicht nur hier der neue Modi-Waffenspiel wird hier drin bleiben. Wir bekommen auch vielleicht noch weitere Fun-Modes rein. Wie infiziert, vielleicht noch hier einen im Lauf, Stock und Stein und andere beliebte Fun-Modes. Und natürlich auch auf verschiedenen Karten, tagsüber, nachtsüber. Auch Shipman wurde gefunden mit Tag und Nacht und vieles weitere mehr. Alle Informationen über Feuergefecht, über verschiedene Modi, über verschiedene Karten, über den Kooperativ-Mode und Co. findet ihr dann natürlich alle unten mit verlinkt. Dann habe ich auch noch ein paar Leaks. Und apropos Leak, viele YouTuber meinen ja immer, die Minikarte wird überarbeitet. Wir bekommen die alte Minikarte wieder rein oder wir bekommen neue Waffen rein, haben auch ein paar YouTuber hochgeladen. Die Daten stimmen natürlich einerseits, weil man die gefunden hat. Aber offiziell bestätigt wurden die leider noch nicht. Aber ich denke, beim nächsten Update werden natürlich hier Neuigkeiten reinkommen. Vielleicht ein paar neue Waffen, neue Karten wie Crash oder Dogs. Die Karte wurde auch angekündigt, wurde auch hier gefunden in den Daten. Wir haben auch Bilder dafür bekommen. Kann ich gerne mal einblenden oder euch mitverlinken, je nachdem wegen Copyright. Und ja, natürlich, wir haben gute Neuigkeiten für den Multiplayer. Einige Optionen kamen rein. Wir können es einfach die Killcam überspringen und hier das einblenden in die Karte. Wir können es auch hier Emotes abbrechen und hier Vollstrecker schneller machen, wie bereits erwähnt. Und wir haben natürlich auch hier neue Optionen bekommen für den Chat, damit man hier die Sprachnachrichten, die Textnachrichten hier wegblenden kann und allgemein andere Symbole wegblenden kann. Ich finde es cool, weil wir haben ein paar neue Optionen reinbekommen, die man natürlich manchmal braucht, manchmal nicht. Und auch für viele Leute eine angenehme Sache hier. Sprinten wurde auch noch vereinfacht. Da wurden ein paar Einstellungen reingefügt für den Multiplayer. Im Allgemeinen wurden aber viele Sachen in Angriff genommen. Aber eher eine Art Patch-Update, wo wirklich hier Spielefehler in Angriff genommen werden. Ich denke mal, das nächste Update wird natürlich kommen mit neuer Operator, weil wir auch neue Karten haben für Kooperativ. Ich vermute, da kann man die neuen Operator dann freischalten. Neue Aufträge, neue Gegenstände, neue Waffen. Wenn ihr darüber irgendwelche Informationen haben wollt, gerne vorbeischauen. Ich habe unten nochmal alles Mögliche verlinkt, mit Neuigkeiten über Karten, über die Spielemodi und Waffen, die geleakt wurden. Und natürlich, weitere Patch-Notes findet ihr auch unten in der Beschreibung. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne reinschreiben in die Kommentare. Würde mich über ein Abo und ein Like freuen. Und natürlich, weitere Informationen immer hier auf meinem Kanal. Und dann haut rein und bis zum nächsten Mal.